Beginnen wir, wie immer, mit der Kindheit. Geboren wird Forster 1967 in der DDR, in Köthen, einer Stadt im heutigen Sachsen-Anhalt. Er ist ein unauffälliges Kind, besucht später die Polytechnische Oberschule und wird Baustoffhändler. Zu meiner Lebensgeschichte. Ich bin das Jüngste von 5 Kindern. Also als Jüngster, ich bin total behütet. Alle meine Geschwister haben auf mich aufgepasst. Ich habe alles bekommen. Ich hatte eine, glaube ich, eine traumhafte Kindheit. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr möglich. Also ich bin auf einem Hof aufgewachsen mit, da hatten also mein Onkel nebenan Pferde, Schweine, Kühe. Ich hatte 100 Kaninchen. Also uns hat es an nichts gefehlt. Mir ging es gut. Als Mario Forster 9 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Der erste Bruch in seinem Leben. Der Kontakt zum Vater schläft ein. Das Verhältnis zur Mutter wird auch dadurch noch intensiver. Als sie krank wird und im Jahr 1988 für einen Besuch nach Westdeutschland fährt, überredet er sie, dort zu bleiben. Forster selbst wolle seiner Mutter folgen, durch eine Republikflucht. Zusammen mit einem Freund fasst er einen Plan. Ich war also in einem sogenannten Interzonenzug. Das sind die Blau-Weißen früher, vielleicht können Sie sich einer oder andere daran erinnern. Das sind die Züge, die sind also auch über die Grenze gefahren in den Westen. Die waren blau-weiß, die Waggons. Und ich habe mich in diesem Waggon von jemandem einschließen lassen in einer Deckenverkleidung. Man konnte da in die Toiletten gehen, mit speziellen Schlüsseln aufmachen. Die war so hoch und da oben drin habe ich mich versteckt. Das Dumme war, eine Oma, die in den Westen gefahren, hat gesehen, es gehen zweimal in eine Toilette und nur einer kommt wieder raus. Und hat einfach nicht nachgedacht und hat das der Polizei gemeldet, nach der Kontrolle. Das war eine Westoma. Die hat nicht gewusst, was sie tut. Mario Forster wird 1988 wegen Republikflucht angeklagt. Würde er seinen Helfer verpfeifen, könnte die Strafe geringer ausfallen. Doch er hält dicht, sagt er, und wandert für 8 Jahre ins Gefängnis, in die Strafvollzugseinrichtung Dessau. Das war schon schlimm, das war wirklich scheiße. Also eine Zelle ohne Fenster, darf sie nicht hinlegen am Tag, nicht auf dem Boden, muss auf den Hocker sitzen oder stehen. Schauen Sie mal so in den Spion und kontrollieren das. Die Betten werden am Tage hochgeklappt und angeschlossen. Kannst du nicht aufs Bett legen. Kein Fenster, sondern sind nur so eine Dachluke da. Also das war so schlimm. Und wir haben ja nichts mitbekommen in diesem Haftraum. Wir kriegen keine Zeitung, kein Fernseher, kein Radio. Wir wussten nicht, dass da draußen alles brodelt. Während Forster einsitzt, gehen die DDR-Bürger in Massen auf die Straße und demonstrieren für ihre Freiheit. Deutschland steuert auf die Wiedervereinigung zu. Und Mario Forster bekommt von alledem nichts mit. Bis er nach einem Jahr Haft, Ende 1989, plötzlich zur Gefängnisleitung gerufen wird und ohne jede weitere Erklärung völlig überraschend entlassen wird. Ich habe von nichts gewusst. Und am Bahnhof habe ich dann was mitgekriegt und da habe ich auch die erste Zeitung gesehen. Da habe ich gedacht, versteckte Kamera, was ist denn das hier? Plötzlich wieder in Freiheit lässt sich der Ex-DDR-Häftling nach der Wende in der Nähe von Schweinfurt nieder, dort, wo seine Mutter mittlerweile wohnt. Er gründet eine Spedition und handelt mit Baustoffen. Klingt nach einem soliden Neustart, doch daraus wird nichts, denn Forster entscheidet sich für einen kriminellen Weg. Ich habe damals Scheinfirmen finanziert. Also ich habe Speditionen gegründet, die es nicht gab. Und ich habe dann einfach unsere LKWs, Subunternehmer geholt. Haben wir dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kupferladungen geholt. Aber haben die nicht ausgeladen. Und später, wenn sie merken, die sind nicht da, da haben wir aber die Firma schon wieder geräumt. Da sind wir weg, da ist nichts mehr, da ist nicht mehr mein Schreibtisch. Und somit waren wir nicht ermittelbar. Ja, das Kupfer war 6.000 Euro die Tonne. Ja. Ja, der redet über kriminelle Handlungen, wie ich, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe. 2006 im Februar wurde ich verhaftet. Von der ganz normalen Polizei, Ermittlungsarbeit. Der Vorwurf war damals, ich glaube, irgendwas 300 oder 350 Tonnen Kupfer gestohlen zu haben. Also es ist ja nicht so viel. Jetzt für Autonormalverbrauch ist das vielleicht viel. Ich meine, auf einer LKW sind 25 Tonnen. Also, das wurde mir vorgeworfen und ich wurde in Untersuchungshaft gesteckt. Mario ist ja ein schlauer Mensch. Er weiß schon, dass das nicht okay ist, ja, sonst gäbe es da keine Gesetze. Aber es ist ein Unterschied zwischen, was gibt es für Gesetze und wie denke ich über Gesetze. Ne? Und ihm sind Gesetze nicht wichtig. Und letztendlich habe ich dann
75 Tonnen eingestanden und habe dafür 3 Jahre bekommen. Eigentlich drohten ihm bis zu 6 Jahre Haft. Doch es kommt zu einer unerwarteten Begegnung. 2 Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes besuchen ihn im Gefängnis. Mario Forster ist zu diesem Zeitpunkt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Manipulierte Tachos, Hehlerei, Erpressung. Insgesamt 17 Vorstrafen hat er kassiert, alle auf Bewährung. Jetzt, im Jahr 2006, sitzt er in Untersuchungshaft. Dann habe ich Besuch bekommen vom Bayerischen Landeskriminalamt wegen meinen Kontakten zu dieser Zeit zu einzelnen Leuten, wo ich nicht wusste, dass sie interessant sind. Und da ging es um Falschgeld. Entdeckt wurde es bei einem der Männer, die beim Kupferdiebstahl mitgemischt hatten. Beim Bayerischen LKA geht man davon aus, dass der umtriebige Forster ihnen etwas über die Herkunft des Falschgeldes sagen kann. Und das kann er in der Tat. Er verrät dem Beamten sogar, dass er wisse, wo sich die Muster befänden, die Blüten also. Dadurch wird er fürs Bayerische LKA sehr interessant. Also, und dann haben sie gesagt, ob ich denen die Muster besorgen kann. Ich hatte noch welche. Ich sage, ja, wenn ihr mit dem Staatsanwalt redet, dass ich also weniger Strafe kriege, dann kriegt ihr von mir die Muster. Da sagt er, macht mir einen Vorschlag. Er macht das für mich, er hängt sich für mich rein, aber er braucht erst ein Muster. Er muss erst sehen, dass ich kein Spruchbeutel bin. Dann habe ich gesagt, soll mir sein Handy geben. Ich rufe meine Frau an, dann kriegt er 2 Muster. Die sind zu meiner Frau gefahren, schön zivil, haben die Muster geholt, wo ich ihr erklärt habe, wo sie versteckt sind. Haben die geprüft und die waren von 1A Qualität. Dann wurde die Anklage also abgeändert, abgeschwächt zum Amtsgericht. Da war ich schon mal happy. Bis 4 Jahren. Dann habe ich 3 Jahre bekommen. Und er hat damals gesagt, wenn ich aus der Haft rauskomme, soll ich mich bei ihm melden. Er hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Das habe ich gemacht. Aus Forsters Sicht geht die Rechnung auf. Er gesteht lediglich 75 Tonnen gestohlenes Kupfer ein, liefert die Falschgelddrucker ans Messer und muss nur 3 statt 6 Jahre ins Gefängnis. Ob sich seine Besucher vom LKA wirklich für ihn eingesetzt haben, ist nicht erwiesen. Ich bin aus der Haft gekommen, was soll ich jetzt machen? Mal hören, was er zu erzählen hat, welchen Job der hat. Aus dem Gefängnis rauszukommen und sich erstmal was aufzubauen oder zu schauen, wo kann ich mich andocken, wo bekomme ich jetzt Geld her, wie kann ich mich über Wasser halten, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, hier eine Visitenkarte zu bekommen und zu sagen, wenn du Informationen hast, wir würden gerne mit dir arbeiten, da hat er doch schon den Job. Also der ist jetzt niemand, der dem Staat dienen möchte. Der Journalist Daniel Müller arbeitet für die Zeit. Jahrelang hat er den Fall verfolgt und Forster mehrfach getroffen. Also ich glaube, er ist auch kein großer Freund der Polizei. Für ihn war einfach klar, also wenn es eine Sache gibt, die Forster liebt, dann ist es einfach Geld zu machen. Und so beginnt im März 2009 die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen LKA. Forster trifft sich mit seinem zukünftigen V-Mann-Führer Norbert K. und dessen Stellvertreter auf einer Autobahnraststätte. Dort stecken sie ihm 300 Euro zu, Fahrtkosten. Forsters erster Auftrag, er soll Kontakte zu ehemaligen Mithäftlingen aufnehmen und sie aushorchen. Es geht um Drogengeschäfte. Also ich war VP beim Bayerischen Landeskriminalamt, das heißt Vertrauensperson, VP, im Volksmund V-Mann genannt. Das habe ich für mich genutzt. Das war top bis zu den Bandidos. Eine Vertrauensperson, der sogenannte V-Mann, aber auch eine V-Frau, wird in kriminellen und extremistischen Kreisen eingesetzt, um der Polizei wertvolle Informationen aus dem jeweiligen Milieu zu liefern, die der Vereitelung oder Aufklärung einer Straftat dienen. Wie muss ein V-Mann gestrickt sein? Eine Frage an Friedrich Weidner, Justizsprecher des Oberlandesgerichts Nürnberg. Ich denke, den V-Mann als solchen gibt es nicht, sondern die Frage stellt sich ja oft, in welchem Bereich möchte man jemanden als V-Mann einsetzen? Und dann muss man eben gucken, wer passt vielleicht in welche Szene. Wenn Sie jetzt zum Beispiel schwere Finanzermittlungen durchführen wollen, brauchen Sie eine andere Person, als wenn jemand im Drogenmilieu unterwegs sein soll. Die Vertrauenspersonen müssen bei einem Punkt sehr aufpassen. Sie müssen auf der einen Seite reinkommen in diese Gruppierungen, aber auf der anderen Seite dürfen sie selbst nicht kriminell werden. Stellen Sie sich vor, es ist schwierig, zum Beispiel in eine Nazi-Gruppierung zu infiltrieren, ohne den Hitlergruß zu zeigen. Oder in einen Drogenring zu gehen, ohne Drogen zu konsumieren. Das ist etwas, was die Glaubwürdigkeit einfach schmälert.
Und da kommt man dann teilweise in Bereiche, wo man merkt, die Vertrauensperson hat hier selbst sich strafbar gemacht. Und da ist dann die Grenze, wo man so einen dann auch aussortieren muss, wo so jemand auch keine Vertrauensperson mehr sein kann.